Leute, willkommen bei einem neuen Video und heute ist es mal wieder ein Haul. Aber bevor ich mit dem Haul starte, wollte ich euch erstmal sagen, dass mein Urlaub in Dänemark echt gut war und sehr erholsam und ich hatte auch eigentlich überlegt, dass ich für heute eigentlich ein Video hochlade, was ich in Dänemark gemacht habe. Also ich habe mir vorgenommen, in Dänemark ein Video zu machen, habe das Ganze dann aber doch nicht gemacht, weil ich dann doch die Zeit genutzt habe, um mich zu erholen und ein wenig die Zeit für mich zu nutzen und ein wenig zu genießen. Das Einzige, was jetzt nicht ganz so gut gelaufen ist, meine Ohrringe sind kaputt gegangen. Also die Ohrringe, die ich eigentlich fast 24/7 getragen habe. Also es waren eigentlich meine Lieblingsohrringe, die habe ich eigentlich so gut wie jeden Tag reingemacht. Nur mal zu besonderen Anlässen habe ich vielleicht mal andere Ohrringe reingemacht, aber meistens eigentlich auch die. Und diese sind mir jetzt kaputt gegangen. Naja, wenn man sie auch jeden Tag trägt. Ja, ihr findet bestimmt meine letzten Videos, da hatte ich die bestimmt drin, die Ohrringe, denn ja, die Ohrringe trage ich echt, beziehungsweise habe ich sehr oft getragen, die sind mir leider kaputt gegangen. Gut, aber kommen wir jetzt nun zu den Sachen, die ich mir gekauft habe in letzter Zeit. Ich fange erstmal an hier so mit Schminkzeug und so. Einmal habe ich mir ein Essence-Puder gekauft. Und zwar Bronzer von Essence und zwar für Lighter Skin. Denn wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich eigentlich das habe für dunkle Haut und nie das für helle Haut. Weil ich hatte mir damals, als ich mir meinen ersten Bronzer geholt habe, habe ich aus Versehen zu dunkle Haut gegriffen und der ist einfach auch nie alle gegangen, weil ich, also beziehungsweise bisher noch nicht, weil ich einfach immer sehr wenig von dem genommen habe, weil sonst wäre das echt dunkel geworden hier. Und ja, der ist mittlerweile alle, beziehungsweise er war fast alle, ich konnte schon den Boden sehen, aber der letzte Rest ist dann kaputt gegangen, weil mir die Dose auf den Boden gefallen ist und dann ist es kaputt gegangen. Aber ja, jetzt habe ich mir endlich das für hellere Haut geholt und jetzt passt das Ganze auch wieder. Und das Ganze hat 3,45 Euro gekostet. Dann habe ich mir gleich noch einen neuen Eyeliner geholt von Essence. Der Essence Eyeliner Pen Waterproof, denn meine Eyeliner fangen langsam an, den Geist aufzugeben, beziehungsweise muss ich die dann ganz oft schütteln oder länger warten. Und ja, und jetzt habe ich mir mal einen von Essence geholt. Ich nehme ja immer unterschiedliche Eyeliner und diesmal habe ich einen von Essence. Den Waterproof, weil ich mir dachte, oftmals neigt es nämlich dazu, dass mein Eyeliner irgendwie verwischt, weil ich irgendwie viel Tränenflüssigkeit habe oder keine Ahnung. Und da habe ich mir dann gedacht, komm, nimmst du mal den wasserfesten, weil auch mein Mascara neigt dazu, sehr zu verschmieren. Also wenn ich den ganzen Tag mit Mascara und Eyeliner rumlaufe, dann verschmiert irgendwas immer, weil, weiß ich nicht, ich habe so viel Tränenflüssigkeit oder so. Ja, und da habe ich jetzt den Essence Eyeliner Waterproof genommen. Und der hat 2,75 Euro gekostet. Ich nehme am liebsten hier diese Eyeliner, diese mit dem Stift, weil ich finde, die sind echt am schönsten. Die sind halt schön biegsam, sind nicht so fest und sind eigentlich perfekt. So, und weil ich auch eine neue Mascara brauchte und ich wollte mir eigentlich meine Lieblingsmascara wiederholen, und zwar ist es von Catrice die Glamour Doll. Aber die hatten sie leider nicht mehr. Die war gerade nicht vorrätig und also lag beziehungsweise gerade nicht aus. Und dann dachte ich mir, komm, dann nimmst du irgendeine andere Mascara jetzt von Essence. Und habe dann einfach zu der billigsten gegriffen, weil ich bin bei Mascara eh, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, es muss die sein, ich wechsle da eh ständig. Und da habe ich jetzt von Essence die Mascara genommen, Get Big Lashes. Volume Boost Waterproof Mascara, also sie ist auch wasserfest, so wie der Eyeliner, damit ich das auch nicht verschmieren kann, das ist ganz gut. Die Glamour Doll Mascara wäre übrigens auch wasserfest gewesen und die Mascara hat 2,45 Euro gekostet. Und hier von Get Big, da weiß ich immer, dass ganz viele Leute die Mascaras sich holen von Essence und dass sie die auch echt gut finden. Ich hatte die noch nie von dem hier, von Get Big, deshalb werde ich das mal ausprobieren. Es ist eine ziemlich dicke Bürste, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege,
wie die Bürste von der Catrice Mascara ist. Die ist ja sehr klein, also sehr dünne Borsten, sehr kurze Borsten. Aber ich denke mal, damit komme ich auch klar. Es wird schwieriger, denke ich mal, an den unteren Wimpern, aber ich denke, das kriege ich hin. So, dann habe ich mir ein paar Sachen bei Amazon bestellt. Und zwar, wie ihr seht, ein Schuhkarton. Wahnsinn. Da sind Schuhe drin. Das sind weiße Schuhe. Aber es sind nicht einfach nur irgendwelche weißen Schuhe. Sondern vielleicht seht ihr das schon. Ich hatte die auch schon draußen an. Zwar noch nicht so oft, aber ich hatte sie schon an. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erkennen könnt, was das hier vielleicht ist. Weil ihr seht ja, dass die Sohle etwas anders aussieht. Viele Leute, die diese Schuhe selber haben, werden nun wahrscheinlich natürlich jetzt gleich sagen können, was das für Schuhe sind. Ich sage nur für die Leute, die es noch nicht wissen, es gibt zu diesen Schuhen ein Aufladekabel. Denn es sind diese Schuhe, die leuchten. Ja, das sind alle Farbrichtungen, die man machen kann. Also das heißt, man kann einzelne Farben machen, man kann flackerndes Licht machen, man kann Farbwechsel machen, man kann ihn schneller haben, man kann ihn langsamer haben und man kann auch jeweils die Schuhe, weil sie ja einen Knopf hier innen drin haben, kann man die auch jeweils anders umstellen. Das heißt, wenn du den einen Schuh blau haben willst, und den anderen, sage ich mal, lila, dann machst du den einen blau und den anderen lila oder je nachdem. Und die Schuhe haben 43,99 gekostet, habe ich bei Amazon bestellt und ich finde die echt cool. Es ist nur, dadurch, dass die weiß sind, habe ich echt Angst, so dass sie schnell dreckig werden und so, wie es halt immer bei weißen Schuhen so ist. Aber ich finde sie echt cool und ja, ich kann euch ja mal ein paar Bilder oder Videos von den Schuhen einblenden, wie das dann im Dunkeln aussieht, weil jetzt bei dem Licht habt ihr wahrscheinlich nicht ganz so viel gesehen, deshalb, ja, ist das vielleicht ganz cool mal zu sehen, wie das Ganze aussieht, wenn im Dunkeln, wenn man die Schuhe anmacht. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, ich mag es echt gerne. Aber das war nicht das Einzige, was ich mir bei Amazon bestellt habe, sondern ich habe mir noch einen Pullover bestellt für 18,24 €. Und zwar, also oder ein Langarm-Shirt oder wie auch immer man das nennen mag. Es ist einfach nur schwarz. Und dann steht da drauf, I woke up like this. Und ich finde den voll cool und ja, mag ich sehr gerne. Ich finde auch den Stoff, der ist schön, der ist weich und ja. Ich wollte halt so einen Pullover haben oder Langarm-Shirt oder wie auch immer man es nennen mag. Und jetzt habe ich einen mit I woke up like this. Ach seht, jetzt ist mir noch gerade eingefallen, ich war ja noch bei Douglas und habe mir was bei Douglas gekauft. Und zwar habe ich mir eine Palette gekauft, denn eine Freundin war mal bei mir und hatte eine Contouring-Palette dabei. Und ich finde das ja voll cool und so. Und ich habe dann gesehen, oh, die Palette ist ja voll cool. Dann hatte sie die bei mir vergessen und dann habe ich mir die Palette mal angeguckt und dachte mir, die ist eigentlich nicht schlecht. Dann habe ich mal im Internet danach geguckt. Ich habe gesehen, dass es diese Palette bei Douglas gibt. Es gibt sie auch im Internet, aber da sind zum Beispiel die Beschreibungen, also wo was konturierst, sind dann halt auf Englisch. Gut, das wäre jetzt vielleicht auch kein Problem gewesen, weil man kann es ja auch anhand des Bildes sehen. Aber ja, auf Deutsch finde ich es dann doch besser. Und ja, dachte mir, dann gehst du mal zu Douglas und da habe ich mir diese Palette gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die war. Die war, keine Ahnung, 5-6 €, 4-6 € irgendwie so in dem Dreh. Also echt billig und das lohnt sich einfach. Und was ich bei dieser Palette auch echt gut finde, ist das, was hier steht. Dieses Produkt und seine Inhaltsstoffe wurden nicht an Tieren getestet. Und das finde ich echt gut. Und so sieht diese Palette aus. Also man hat da quasi drei Farben zum richtig Konturieren. Hier oben ist dann diese Anleitung. Hier Kontur, Bronzer und Highlight.
habe zwar von einer Freundin, die die Palette eben auch hat, gehört, dass der Highlighter nicht ganz so gut sein soll, aber die Palette war jetzt auch nicht teuer und dadurch sage ich mir, dann ist das okay. Und ja, jetzt könnte ich vielleicht anfangen, mal richtig zu konturieren. Finde ich gut und ja, deswegen habe ich mir gedacht, kaufst du sie dir mal. Ja, und das war alles, was ich mir gekauft habe. Ist nicht ganz so viel, aber es ist ein bisschen was bei rumgekommen. Und ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier links kommt ihr zu meinem letzten Haul. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch den gerne angucken. Für die Leute, die am Handy sich das Video angucken, schaut in die Infobox. Da ist der Haul auch nochmal verlinkt. Oder hier oben in der Infokarte, denn da habe ich den Haul ebenfalls nochmal verlinkt. Wenn euch meine Videos generell gefallen, könnt ihr abonnieren, müsst ihr aber nicht. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns einfach bei meinem nächsten Video wiedersehen. Ciao!